bis zu Lausanne. Das Geräusch kennen Sie. Uns jetzt wieder die Baikalsee, hoffen, dass wir die Fähre bald erreichen und dass auch eine Fähre gleich fährt, nicht so lange Zeit machen und dann auf die Insel auch können, heute noch können. War ganz schön anstrengend bisher, vor allen Dingen für Ivan, da waren schon ganz schön Anstiege dabei, da muss man sich überlegen, was wir die nächsten Tage machen und wie unsere weitere Planung sein wird, aber ich denke mal, dazu wird es heute Abend noch mal was geben. Weil eigentlich sind wir mal wieder dran, ein Video zu machen. Ob wir das dann einstellen können heute Abend, wage ich zu zweifeln, wegen des Empfangs. Aber vielleicht werden wir ja angenehm überrascht. Kurz vor der Insel Olchum. Wir haben ein paar richtig böse Steigungen hinter uns. Die machen nicht umsonst keine Prozentangaben mehr, weil jeder sagt, das kann alles nicht richtig sein. Hier seht ihr mal so eine kleine Passage, wo es leicht berghoch geht. Und Ivan hat wie immer ganz schön zu knechten an den Bergen. Da steht der Kleine, der kriegt erstmal ein paar Minuten Pause, damit er sich ein bisschen abkühlen kann und dann geht's weiter. So, wie ihr seht, haben wir es geschafft am Baikalsee. Hintergrund sollte da die Berge sehen. Schwenkt man ein bisschen langsam um. Bin ich auch aus dem Gegenlicht raus. Wir laufen jetzt gleich weiter bis zur Spitze. Mal gucken, was es so Schönes gibt. So, liebe Britta, wie du siehst, ist das alles kein Problem für uns. Ob wir ein grünes Auto haben, ein pinkes Auto, das ist ganz normal. Wir können ganz normal hier rauffahren. Alles kein Problem. Kann aber sein, dass wir vielleicht rückwärts wieder raus müssen. Vorwärts. Das ist toll. Ja, dann sind wir auf der Fähre. Fahren Sie geradeaus. Haben wir ja, mein Schatz. Ich bin nicht erholt. Ja. Nee. Ich bin auch dabei, ich soll das nicht erholen.
Baikalsee. War jetzt ganz schön windig. Aber man könnte denken, es ist ein Meer. Herrlich. Einfach bloß herrlich. Und kalt ist es. Richtig kalt. Steht da Ivan? Jawohl, da ist er. Immer noch auf der Insel Olchum. Wie ihr seht, malerische Landschaft. Das ist nicht umsonst der größte Trinkwasservorrat der Welt.